Jahoi, meine bananenessenden Leute von heute. Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Im letzten Part, Part Nummer 24, haben wir die ersten 4K-Level gemeistert und fangen nun an mit Level 5K, ein furioser Fässerflug. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe aus dem Grund Angst, weil ich glaube, es kommen wieder Raketenfässer. Oh, bitte nicht. Nicht nochmal, komm. Ich bin froh, wenn wir alle hinter uns haben. Oh Gott. Ein böses Zeichen. Okay, es sind nur Bananen. Kein böses Zeichen. Na? Gut. Na, vielleicht meinen die auch damit, von wegen... Oh nein. Nein. Ha! Okay, das war... Ah, so, okay, so ein Level ist das. Da brauche ich keine Angst haben. Ja, pow. So. Oh, es ist ein bisschen... beängstigend. Was ist denn das da hinten? Okay. Jetzt würde ich gerne wissen, ob hier irgendwo ein Versteck ist. Das sagt mir ja niemand. Oder? Aber ich hoffe, da wird eine Banane auftauchen, wenn ich da ein Versteck habe. Ansonsten wäre es ein bisschen gemein. Ah, danke schön. Okay, weiter geht's. Und da sind wir tot, weil er nicht fliegen wollte. Weil er meinte so von wegen, wir sind aus dem Fass gekommen, wir machen eine Rolle. Die Bauchrolle. Pow, pow. Wir schießen uns einfach durch. Oh, das hat sogar geklappt. Wir hätten eigentlich tot sein müssen. Eigentlich ja. Bin ich durch das Ding durchgefallen jetzt gerade? Was passiert denn hier? Ich verstehe es nicht so ganz. Auf jeden Fall macht das gerade ziemlich viel Spaß, hier abzugehen. Ja, yeah. K-Level, kein Problem. Dankeschön. Okay, die Teile bleiben da wenigstens so existent. Die fallen nicht runter. Auch wenn ich mich hier nicht sicher fühle, weil dieses blöden Sonnenviech immer so hoch steht. Wenn ich darüber will. Okay, ich sehe gerade keine... Fuck, ich sehe ein Puzzleteil. Durch die Buchstaben? Durch die Buchstaben. Ah, okay. Das ist jetzt noch angenehm. Okay, da oben ist noch ein Puzzleteil. Das war eng. Ja, klasse. Danke. Okay, das ist ein bisschen problematisch, weil da oben ist so ein ekelhaftes Sonnenviech, was sich nicht mitbewegt. Dankeschön. Okay, was jetzt? Was? Was? Achso, das ist eine Timing-Sache, ne? Oh ja, das ist eine ganz ekelhafte Timing-Sache. Das ist eine ganz böse Timing-Sache. Okay, wir sollten am besten die Energie aufbewahren. Irgendwie, wie es geht. Aber wir haben die Puzzleteile. Das heißt, wir müssen nicht unnötig Energie verschwenden. Ah, so viel dazu. Okay, das ist mir tot. Ich glaube, ich will am Anfang viel zu viel, weil ich einfach... Ja, aber es bietet sich einfach so prima an, Leute. Guckt doch selbst. Hier, peng, 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 peng. Okay, hier nicht unbedingt. Aber hier wieder. Okay, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Tut mir leid. Komm ich eigentlich da... Ah, ein Glück habe ich nachgeguckt. Ich habe mir schon gedacht, da oben ist irgendwas. Gut zu wissen, so können wir ein bisschen Kombination aus dem Weg gehen. Das will ich gerne noch mal in der Slow Motion sehen. Ich glaube nicht, dass ich da dran war, oder? Ich würde gerne Diddy haben, denn mit Diddy könnte ich theoretisch einen Treffer mehr einstecken, beziehungsweise zwei Treffer mehr einstecken. Oh, warten wir kurz hier. Aber wenn ich jetzt rausgehe, ist das Problem. Ich muss die ganzen Puzzleteile nochmal neu sammeln. Ah, das hab ich, darauf habe ich auch nicht irgendwie den Nerv. Jetzt ist die Frage, bin ich faul oder riskiere ich's? Ja, das ist so echt die große Frage, ne? So, hier haben wir natürlich den Vorteil, dass wir
keine Sorgen haben müssen, von wegen, dass wir irgendwie, ja, vorbeikommen müssen. So. Okay, das läuft gut. Überspringen wir einfach mal so einen Typen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen. Ich will ein bisschen Stillstand haben, sodass ich nicht mehr so viele Probleme habe. Aber das Level ist noch groß, ich weiß es. Egal. Das Lustige ist auch, fick dich ins Knie. Das Lustige ist auch, jetzt müssen wir das wieder machen, ne? Ja, das ist nicht das Lustige, was ich meine, aber... Das Timing davon abzuschätzen ist so schwierig, ne? Die Idee ist so gut, aber das Timing abzuschätzen ist dermaßen schwierig. Ja. Was? Ist das fast jetzt weg? Nein, ich will keine Hilfe. Oh nee! Mann, ich wusste, dass das so ein Scheiß-Level war. Sowas vergisst man ja leider nicht. Hä? Jetzt ist auf einmal wieder da. Was war denn gerade los, dass ich das nicht getroffen habe? Ich habe keine Ahnung. Vor allem gefällt mir diese Passage hier nicht. Genau deswegen. Ach Mensch, und jetzt geht das schon wieder los, ne? Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ja. Oh Gott, das war knapp. So ein bisschen Angst habe ich gerade. Aber nur ein bisschen. Oh Gott. Vielleicht verkrampft. Ich will dieses Level jetzt schaffen. Okay, wir müssen ein... Warte mal. Hep. Tap. Okay. Hep. Na. Hep. Nein. Okay, da dürfen wir gar nicht schießen. Das ist... Jetzt Konzentration. Das ist ein grad ein behindertes Level. Ich mag es nicht. Ach, verdammt. Level. Du bist eine Schande. Ich mag dich nicht. Okay, jetzt mal pure Konzentration. Nicht irgendwie hier Maser macht auf wilden Typen spielen, sondern mal ein bisschen vorsichtiger. Können wir auch mal eine Runde warten. So, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Es ist da so eine Erleichterung. Du musst nicht durch diese Sonne da unten fliegen. Das ist schon angenehm. Okay. Ja. Oh ja, genau. Jetzt werde ich von diesem Viech getroffen. Ich will doch einfach nur... Warum kriegt man eigentlich hier nicht Energie wieder? Komm, ein bisschen Energie wäre wohl angebracht, oder? So. Das ist so eine ganz problematische Szene, weil ich Angst habe, dass ich da oben gegen diese verdammten Viecher knalle. Okay, wir sind wieder hier. Wie auch schon ein paar andere Male. Okay. Eins, zwei. Okay, bei zwei. Oh Gott. Oh, du Heil. Es geht weiter. Dankeschön. Ist das Level mal bald zu Ende? Ja. Wie bitte? Wisst ihr was, Leute? Die Putzzeiten sind mir eh scheißegal. Ich will dieses Level geschafft haben. Oh Gott. Und Peng. Und dann darüber. Dankeschön. War es das endlich mal? Ja, da ist die Kugel.
Oh, oh, lieber Karuni, das Level war schon wieder um deutliches schwieriger als das davor. Wir haben ganze 10 Minuten in den Level drin gesessen. Ich will hier nicht mal rein. Wie kommen wir an das Puzzleteil ran? Das ist so gerade die Frage für mich. Ist erstmal egal. Welt 6. Gefährliche Passage. Jetzt frage ich mich, kriegen wir einen Didi am Anfang? Ich will es gar nicht riskieren. Ich hole mir erstmal einen Didi aus dem ersten Level. Ich meine, wir haben Zeit. Problem ist eigentlich, was schön wäre, sage ich mal kurz am Anfang hier, wäre, wenn wir, das klingt jetzt zwar komisch, aber ich möchte gerne Didis kaufen können. Das wäre viel angenehmer. So, hey, du bist im Laden. Wir verkaufen Sklaven, die als Didi arbeiten. Die haben so Kostüme an mit Raketenfässern und so weiter und so fort. Also müssen wir rumprügeln. Okay. Da oben ist noch der ganz böse Tiki, der auf uns wartet. Den wir ganz schön sauer gemacht haben, nachdem wir seine ganzen Kumpane besiegt haben. So, dann wollen wir mal kurz. Und zwar ganz schnell, denn irgendwie habe ich keinen Nerv auf das Level. Ja, ja, komm. Keine Zeit dafür. Pow, pow. Ja, egal. Wir kriegen ja eh gleich einen Didi-Fass. Und zwar hier. Und dann sind wir eigentlich schon wieder ausgerüstet. Jetzt müssen wir nur noch das Level kurz meistern. Die Frage ist ja auch, kriegen wir dann Didi-Fass? Das hätte, ich weiß gar nicht, was angenehmer ist. Da kurz nachgucken oder... Aber wenn man nachguckt, dann dauert das wieder so lange. So, hier fällt alles runter. Das heißt, wir können da hoch. Okay, da kommen wir irgendwie nicht hoch. Wir sammeln das N ein. Aha. Man, das kommt nicht mal dazu, dass wir das ganz abspielen können, ja? Wir haben jetzt zwar den Anfang drin, aber... bald ist vorbei. So. Wofür ist das was eigentlich mal? Ich habe keine Ahnung. Wir sollten Didi nicht verlieren. Deswegen rollen wir jetzt einfach zum Ziel. Und kriegen ein Leben. Jetzt haben wir wenigstens Didi wieder. Das ist so der Vorteil, würde ich sagen. Wenn wir jetzt das andere K-Level machen. Oh ja. Oh ja. Gut. Inselkarte. Gehen wir zurück zu den Klippen. Und machen... gefährliche Passage. 6K. Das war wieder einfacher, glaube ich. Es ist nicht so nervig wie das andere. Das, die schlimmste Passage war einfach nur mit den Raketen, mit den Kanonen nach oben schießen. Ne? Das war so ein bisschen nervig. Ja, ich weiß sogar, welches Level das hier ist. Ab nach oben. Ja. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob da was drin ist. Ich hoffe es mal nicht. Oh, hi. Ich hoffe nicht, dass da was in den Kerzen drin ist. Das wäre so mies, ne? Dankeschön. Damit kann man noch rechnen. Okay, können wir mal die... okay, wir kriegen hier kein Didi, aber ich brauche auch hier kein Didi, weil... wenn ich einmal runterfalle, ist eh aus. Da ist nichts mehr mit retten. So, komm. Ist da was drin? Eine Banane. Oh, diese verdammten brennenden Fledermäuse sind so nervig, ne? Sie kommen einfach von allen Seiten. Okay. Ja. So, da hoch. Pusten. Da ist nix. Was ist das denn? Was ist das? Du gehst mir doch jetzt nicht auf den Sack, oder? Du gehst mir tierisch auf den Sack. Und da ist eine verkackte Münze drin, die wir nicht brauchen. Das ist gerade ätzend. Wir hatten schon damals Probleme mit einem Level, wo die Lava gesteigt ist. Und jetzt kommt der ganze Spaß nochmal neu. Okay, aber diesmal will ich mich nicht so dumm anstellen wie damals. Ja, geh weg. Okay. Gut. Und da hoch. Aber diesmal sollte es kein Problem sein. Weil die Viecher sterben ja, wenn sie in die Lava fallen.
Oh, oder das Vieh stirbt mal nicht ausnahmsweise. Okay, dann kommt das hier. Das war ja noch einfach. Jetzt kommt dieses nervige Viech dazu, ne? Ja. Oh, warum kommt das denn dazu? Das ist ja genauso schlimm wie sie. Das ist... Nein. Und sie ist ein Scheißhack. Leute, der macht mir ein bisschen Angst. Sie ist ein Super Mario World Hack. Den wir vielleicht auch mal spielen. Dann wisst ihr genau, was ich meine. Das ist ein verdammt ekler... Der ist nicht mal groß, hat nur ein Level oder so. Ein Level mit 4 Ausgängen halt und... Ja, da kommt noch so ein Viech. Okay. Mal schön ausweichen. Und nicht nochmal drauf reinfallen, dass das Teil ja auch gleich hochkommt. Schön, wie ich einfach nicht drauf achte, wo was runterkommt, weil ich auf das ganz andere Teil achte. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein Genie. Vor allem jetzt dieses eklige Elektroviech. Warum kommt das? Hä? Was machst du hier? Ihr gebt mir ein bisschen auf den Sack. Oh, sie sind weg. Achso, okay. Oh, das ist nicht. Geh weg! Wieso gibt es solche ekelhaften Viecher in diesem Level? Sag mir das, Leute. Warum gibt es diese verdammten Viecher? Wir sind 17 Minuten aufgenommen und jetzt hängen wir an diesem einen Level Karl hier fest. Das ist nicht mal schwierig, es ist einfach nur... ein bisschen problematisch halt. Weil ich das Level komplett verdrängt hatte. So. Egal, wenn wir mit 2 Energien hier hochkommen, dann bin ich eigentlich schon sehr zufrieden. Gott sei Dank. Ja, geh weg. Geh weg. Ach, fick dich doch ins Knie. Ja, geht ihr mal weg? Ihr seid ziemlich nervig, ne? So richtig penetrant eigentlich. So, jetzt kommen da die beiden Teile hoch. Ah, nett, nervig. Oh Gott, da ist ein Puzzleteil drin, ne? Nein, ist es nicht. Oh mein Gott. Fliege, geh weg. Oh. Ich bin so auf die Fliege konzentriert, dass ich die Lava vergesse. Das ist nicht wahr, das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Ich will dieses Level meistern, aber es ist ziemlich schwierig. Wie viele Puzzleteile haben wir eigentlich? Eins. Ein einzelnes. Die anderen Puzzleteile wollen gar nicht kommen, das bedeutet, wir sind gar nicht mal annähernd am Ende. Was natürlich sehr ermutigend ist, muss ich zugeben. Hä? Oh, ich bin eine Plattform, ich gehe nach unten, ich treffe dich jetzt. Oder was war das jetzt? Irgendwie so, ne? Ach man, jetzt kommen wir diese ekligen Elektroviecher, die mich gleich penetrieren werden, weil sie es richtig geil macht und mich macht das einfach kein bisschen geil und ihr wisst, was ich meine. Dankeschön. Oh, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Leider keine Energie. Ja, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Entspannung. Okay, das war... Ich hasse das Level. Ich weiß gerade gar nicht, was mir mehr misslingt. Das Level hier oder das vorherige Level?
Fein. Wir haben immer noch keine Puzzleteile mehr gesehen, ne? Irgendwie vermisse ich das gerade. Hier fehlen einige Puzzleteile. Na, ganz gefährlich, ganz gefährlich. Das missfällt mir. Und diese Viecher. Die sind so dermaßen penetrant, ne? Geht weg. Okay, jetzt soll ich erstmal hier stehen. Wir haben zwei Herzen, das ist schon mal was Gutes. Das ist echt was Gutes. Gut. Na, rüber. Ja, okay. Den Treffer müssen wir jetzt kassieren. Fick dich! Das ist nicht dein Ernstspiel, oder? Komm. Also, wenn man eine Sache nicht vorhersehen kann, dann diese Kombination jetzt gerade. Oh. Entschuldigt mal, Leute, aber wenn alles okay ist, ne? Aber das war jetzt einfach sowas von unverschämt und unglücklich, weil ich hatte keine Chance auszuweichen. Okay, aber solange wir hier nicht getroffen werden, ist alles im Lot. Und solange brauche ich keine Angst haben. Bin ich diesmal andersrum gegangen? Sieht so aus. Ja, bin ich. Oh. Okay. So, komm. Ah ja, jetzt kommt das Viech wieder, ne? Weil ich zugeben muss, diese Passage habe ich auch langsam im Griff. Ach, Gott sei Dank, Alter. Gott sei Dank. Ich gehe mal davon aus, dass wir schon einige Puzzleteile übersehen haben. Einfach aus dem Fun-Fact, dass ich dachte gerade, ich bin tot. Weil es so viele Möglichkeiten gibt, ein Puzzleteil zu verstecken. Okay. Nein. Geh weg. Oh Gott. Geh weg. Geh weg. Komm, sag doch mal einfach Tschüss. Wie du es bei den anderen Teilen auch vorhin gemacht hast. Ja, ist klasse. Na, das Schuss meine ich. War es das? Wir haben einfach alle Puzzleteile übersehen, glaube ich, ne? Alter, was haben wir am... Alter! Ja, das war von der anderen Seite, Leute. Wir haben einfach mal 4 Puzzleteile übersehen. Das ist so schlecht wie vor 20 Parts. Ja... Der Part hat keinen Spaß gemacht. Der hat keinen Spaß gemacht. Im nächsten Part die Fabrik, Leute. Die verfuckte die Fabrik. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird angenehmer. Meine Hände sind durchgeschwitzt. Weil ich so verkrampft an der Wii-Fernbedienung sitze. Ah. Oh, ich verliere sogar Haut so. Das ist bei mir normal, wenn ich so schwitze und treibe meine Hände aneinander, dann kommen diese Hautpartikel so ein bisschen ab. Das tut nicht weh, aber ist auch nicht schön. Gut. Ein bisschen die Hände trocken machen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis dahin erstmal, danke fürs Reinschalten, habt einen schönen Tag und Masala Vista, Baby.